Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich meinen Kater ehren, der heute vor 2 Jahren das Zeitliche gesegnet hat. Ich möchte aber auch die Bindung zwischen Mensch und Tier, die Liebe, die entsteht, die Verbundenheit wirklich verdeutlichen, dass das auch wahrgenommen wird, geschätzt wird, ernst genommen wird, was ein Tier einem bedeuten kann. So, ja, es ist ganze 2 Jahre her und mein Kater, der hat eine riesengroße Lücke hinterlassen. Mein Herz blutet, wenn ich daran denke, dass ich ihn nie wiedersehen kann. Aber die Verbundenheit, die präsenten Erinnerungen, die werde ich immer im Herzen tragen und die rufe ich auch immer wieder gerne ab. Ich denke immer an meinen Kater, weil er mir einfach eine riesengroße Stütze war. Wie kann das sein, dass ein Kater mir so dermaßen ans Herz gewachsen ist, dass ich ihn wie meinen eigenen Sohn gesehen habe? Ein Tier sollte nicht als, ja, Kinderersatz dienen, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall entstanden und passiert und ich habe mich nicht dagegen wehren können. Ich muss sagen, nicht nur, dass mein Kater ein außergewöhnliches Naturell hatte, mit seiner Offenheit, mit seinem offenen Wesen, menschennah, gar nicht scheu, kommunikativ, sehr aufdringlich, aufmerksamkeitsgeil, wollte immer im Mittelpunkt stehen. In ihm ist wirklich ein Hund verloren gegangen. Er war so omnipräsent, mit seiner liebenvollen Art, schusselig, leicht tollpatschig. Er hat zu viel Raum eingenommen. Man konnte sich ihm einfach gar nicht entziehen. Das kommt natürlich hinzu. Wir saßen ja auch 24/7 aufeinander, haben aufeinander gehockt, in der Zeit, als ich mich jahrelang isoliert habe, nicht rausgegangen bin. Das ist natürlich einer der Hauptgründe, warum ich meinen Kater so sehr in mein Herz geschlossen habe und ihn angefangen habe, abgöttisch zu lieben. Und dann auch in der Isolation, in der Zeit, als ich nicht rausging, ich keine sozialen Kontakte hatte, jahrelang, keine Freunde, nichts unternommen habe, da war mein Kater da. Wir haben uns das Essen geteilt. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht. Wenn ich mich schlecht gefühlt habe, habe ich mit ihm gesprochen. Ich denke, der eine oder andere wird das kennen, dass man mit seinem Tier spricht, dass man sich austauscht, dass man Dinge anspricht, die einfach raus müssen. Und ja, das Tier gibt einem das Gefühl zuzuhören. Es gibt auch keine Widerworte, obwohl mein Kater konnte sehr laut und sehr oft miauen. In dem Fall ist das auch passiert. Vielleicht war das seine Art und Weise, irgendwie ein Widerwort zu geben, Kontra zu geben. Ja, aber das waren halt Dinge, die wichtig waren. Die Nähe auch, meinen Kater zu herzen, als ich sonst niemanden hatte, den ich herzen konnte, zu küssen, mit ihm zu kuscheln, das hat mir auf jeden Fall sehr viel bedeutet. Und man wird ja auch als Mann darüber reden dürfen, vor allen Dingen in der damaligen Situation, als ich da wirklich ein Häufchen Elend war, hat mir das sehr, sehr viel bedeutet. Die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, sein Beistand, dass er mich immer mit seiner Art und Weise, mit seiner fröhlichen Art und Weise aufgeheitert hat, zum Lachen gebracht hat, einfach mein bester Freund war, mein Verbündeter mit seiner Art und Weise, mein Sohn. Es ist einfach so. Und das sind halt Dinge, die dafür gesorgt haben, dass ich ihn unheimlich in mein Herz geschlossen habe. Dann gab es natürlich auch noch die Verbundenheit und die Liebe, die meine Ex-Freundin damals zu meinem Kater auf jeden Fall empfunden hat. Das war dieses Mutter-Vater-Kind-Gespann. Und das hat natürlich auch nochmal diese Liebe entfachen lassen, diese Intensität. Das sind alles so Gründe, die da auf jeden Fall eine gewaltige Rolle gespielt haben, dass mein Kater für mich mein Sohnersatz wurde. Als er dann von uns gegangen ist, hat es mir das Herz zerbrochen. Es hat mich wirklich in eine tiefe Trauer gestürzt, in eine tiefe Depression, in ein Loch. Ich habe ihm aber ein Versprechen gegeben, dass ich seinen Geschwistern von ihm erzählen werde, dass er nie in Vergessenheit gerät und das wird er definitiv nicht. Auch hier mit diesem Video, dass
dass er immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben sein wird, dass ich mich immer daran zurückerinnern werde, dass in der Isolation er für mich da war, mir zugehört hat, mir Trost gespendet hat, mich so genommen hat, wie ich bin. Ich habe mich nicht vor ihm schämen müssen. Er mein Halt war, meine Stütze war, immer da war. Und ich habe ihm dieses Versprechen gegeben. Und das ist für mich ein Inbegriff dessen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Auch mein Leben auf die Reihe zu kriegen, mich zu verändern. Und das gehört zum Prozess dazu. Ich habe mein Versprechen nie gebrochen und ich werde es nie brechen und ich werde es einhalten. Ich werde mein Ziel erreichen. Das ist auch etwas, was nicht in Vergessenheit gerät. Diese Liebe, die kann ich nicht mehr für ein Tier empfinden. Will ich auch gar nicht. Aber damals die Umstände, die Isolation, die Thematik mit meiner Ex-Freundin und einfach sein außergewöhnliches Naturell, sein Diamantenwesen hat es einfach dazu gebracht, dass ich ihn mit Haut und Haar, mit Leib und Seele so sehr geliebt habe. Und ich will die Zeit nicht missen. Ich denke gerne daran zurück. Er hat mich vieles gelehrt. Inspirierend, immer zu kämpfen, nie den Lebensmut zu verlieren, als er sehr schwer angeschlagen war, herzkrank wurde, sich immer aufgerappelt hat, dennoch gegessen hat, dennoch sich zurückgekämpft hat in Momenten, wo keiner mehr einen Pfifferling auf ihn gesetzt hätte. Er ist für mich die. Es berührt mich sehr. Er ist für mich der Inbegriff eines Kämpfers, eines wirklichen Löwen. Wow, was für ein Löwenherz. Was für ein Löwenherz. Das ist eine Rieseninspiration. Und das hat er mich gelehrt, freundlich zu sein, offen zu sein. Extrovertiert bin ich auch. Mit Liebe den Menschen zu begegnen, ohne Vorurteile. Er hatte keine. Er ist auf jeden Menschen, auf fremde Menschen, auf sie zugegangen, als würde er sie ewig kennen, ohne Angst, ohne Scheu, mit Liebe. Das hat er mich gelehrt und das werde ich nicht vergessen. Diese Werte werde ich immer in mir tragen und sie werden mich prägen und deswegen auch dieses Video. Ja, man lernt damit zu leben. Es rückt in den Hintergrund, obwohl er immer präsent ist in meinen Gedanken. Mal mehr, mal weniger, aber ich denke ständig an ihn. Aber es muss ja weitergehen. Es ist ja auch dieser Selbstschutz zu funktionieren, dass das in den Hintergrund dann rückt. Aber er wird immer eine riesengroße Lücke hinterlassen. Aber diese Lücke werde ich füllen, indem ich mein Versprechen wahrmache, anderen Menschen hiermit Mut mache, helfe, meine Passion auslebe, mein Leben auf die Reihe kriege, um ihn zu ehren, seinen Geschwistern von ihm zu erzählen. Und das wird immer eine Ausnahme bleiben, dass ich ein Tier so dermaßen lieben kann. Und ich will damit auch sagen, es gibt Menschen aus Gründen, die in einer Krise stecken, die sich von anderen Menschen nicht verstanden fühlen, die Tiere da haben, die für sie da sind. Und dann projiziert man da auch sehr viel hinein. Und dann ist das halt einfach nochmal mehr als einfach nur ein Tier. Es ist wahre Liebe. Man liebt das Tier wie sein eigenes Kind, eventuell, aus den Gründen. Auch wenn es nur ein Tier ist. Gerade weil man so viel hineinprojiziert, enttäuscht wurde von anderen Menschen oder Halt und Trost sucht und in einer bestimmten Phase des Lebens das Tier für einen da ist und einen Halt widerspiegelt. Das ist ziemlich individuell und bei mir ist es passiert und ich konnte und wollte mich da auch nicht entziehen. Umso schmerzhafter war der Verlust. Aber das, was ich erlebt habe mit ihm, kann mir keiner nehmen. Die Inspiration, die er mir gegeben hat, das, was ich in mir trage, das Versprechen, das möchte ich klar machen, das möchte ich euch verdeutlichen. Er ist und bleibt einfach ein ganz wichtiger Bestandteil und ja, ich will da daran glauben und hoffen, dass er im Katzenhimmel ist und der absolute Star ist. Der fucking Star, Mann. Alles dreht sich nur um ihn. Tröstliche Vorstellung. Aber er hat nicht umsonst gelebt, das nicht. Er hat mich bereichert. Er hat mich damit auch gerettet und inspiriert. Und nicht nur mich, alle anderen, die ihn kannten, haben ihn in sein Herz geschlossen. Ich erzähle von ihm, von seiner inspirierenden Art und Weise, was mir das bedeutet, was die Bindung zwischen Mensch und Tier bedeutet, was da entstehen kann, dass man das ernst nehmen soll. Ob es eine Schildkröte ist, ob es ein Hamster ist, ob es eine Schnecke ist. Aus Gründen, aus einer tiefen Verzweiflung kann diese Liebe entstehen und das war bei mir der Fall. Na klar, ich bin immer weiter abgehärtet. Ich habe mich immer mehr selbst gefunden. Ja, ich würde
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das jetzt nochmal so, wie soll ich sagen, passieren könnte. Es gibt ja auch keinen Kater wie ihn. Die Liebe, die ich für jemanden auf diese Art und Weise empfinden will, will ich für meine Kinder empfinden. Und wenn ich meinen Kater wie einen Sohn geliebt habe, wie sehr werde ich meinen Sohn lieben? Weil da gibt es bestimmt noch eine Steigerung. Auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann. Das war schon eine tiefe Verbundenheit. Und ich schäme mich dessen nicht, über diese Gefühle zu reden, damals so angeknackst gewesen zu sein. Denn auch Männer haben Emotionen. Aber da ist es wichtig, zu handeln, lösungsorientiert zu denken, darüber reden zu können, ohne dass man verweichlicht ist. Definitiv nicht. Es hat seine Gründe gehabt und ich bin froh und stolz darauf, ihn gekannt zu haben, ihn erlebt zu haben. Er war eine Riesenstütze. Ich wüsste nicht, was ich ohne ihn gemacht hätte. Ganz ehrlich. In dieser Zeit der Isolation. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte. Er war mir eine Riesenstütze und Hilfe. Das wird mir jetzt umso bewusster. Mein Essen mit ihm geteilt. Die Nähe gesucht, wenn man sonst keinen hatte. Ohne jetzt in die Opferrolle verfallen zu wollen. Denn ich hole mir das, was mir zusteht. Dafür bin ich zu eloquent, zu, wie soll ich sagen, zu von mir selbst überzeugt mittlerweile, kenne meine Stärken, zu selbstbewusst geworden, zu charismatisch und habe zu viel Potenzial. Man muss sich auch selbst loben und das ist wichtig, um das zu verschwenden. Ich bleibe unter meinen Möglichkeiten aufgrund der Angststörung, die negativen Glaubenssätze, die Probleme mit dem Selbstwert. Und ich bin froh, das hinterfragen zu können und zu hinterfragen und immer mehr zu dekonstruieren. Was sich in Sachen Selbstwert schon getan hat, ist großartig. In Sachen Selbstbewusstsein noch großartiger. Ich will damit sagen, ich verdiene es, wie es jeder andere hier auch verdient, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Ich möchte mein Potenzial aufgrund meiner Angststörung. Das ist mein größtes Hindernis nicht mehr verschenken und das werde ich auch nicht. Da ist es auch wichtig, das auch wieder loszuwerden, darüber zu sprechen, wie sehr ich dem Prozess vertraue, wenn ich an meinen Kater denke, dem ich das versprochen habe. Auch meinen Opa, vorletztes Jahr an dem Sterbebett, dass ich mein Leben auf die Reihe kriegen will. Werde und das bedeutet mir auch die Welt, denn mein Opa war ein wahrhaftiger Ehrenmann. Ein wahrhaftiger Ehrenmann, der uns immer zur Schule gefahren hat, Taschengeld gegeben hat. Er war kein Mann der großen Worte, aber man hat gemerkt, er ist da. Es ist seine Art und Weise und das ist seine Art gewesen, uns seine Liebe zu zeigen und das schätze ich sehr. Ein sehr inspirierender Mann, der wie der Fels in der Brandung war und ich werde es nicht vergessen, als er da lag und ich in Tränen ausgebrochen bin. Ihm diese Worte zukommen lassen habe und mir sicher bin, dass er das mitbekommen hat. Und ich habe mein Versprechen nie gebrochen. Es ist ein Prozess, es ist das Prozessdenken. Und diese 50 Kilo jetzt auch in dieser ganzen Zeit und dass ich jetzt auch schon länger den Alkohol aus meinem Leben verbannt habe und überhaupt keinen Anreiz habe oder Lust, Alkohol zu trinken, den allergrößten Upturn habe wie noch nie. Und ich habe es geschafft, in diesen 3 Jahren immer wieder mehrere Monate nicht zu trinken. Mit seltenen Ausnahmen gab es den einen oder anderen Ausrutscher, Vorfall, was auch immer, für eine Zeit. Das hat sich dann auch immer schnell gelegt. Ich will sagen, es darauf zu reduzieren, abgesehen von all dem, was mir bewusst geworden ist, die Erleuchtung, das Wissen, das Mindset. Meine Wahrheit, dass es noch viel bedeutender und größer ist, weil egal was ich wiege, egal ob ich jetzt gerade vor einer Minute gesoffen habe oder nicht, denn dieses Mindset und diese Erleuchtung, das Wissen ist immer wieder der Schlüssel, das daraus, das anzugehen, dem Prozess zu vertrauen und wird mich früher oder später zum Erfolg bringen. Das ist einfach Fakt. Und der Grund, warum es einige Vorfälle gab, mehr Vorfälle, als hätten unbedingt vonnöten sein müssen. Hat damit zu tun,
dass ich dann auch Dinge vernachlässigt habe mental. Aber es hat für mich felsenfest nichts an meiner Ausrichtung, also mit meiner Ausrichtung oder mit meinem Mindset oder mit meiner Haltung zu tun, sondern dass ich es habe schleifen lassen. Und es ist menschlich. Ich bin gütig zu mir. Ich bin gütig zu mir. Ich habe das erst mit Ende 20, mit 29 verinnerlicht. Alles immer mehr und mehr. Und in dem Sinne ist es dann keine Selbstverständlichkeit, diese Glaubenssätze und diese Prägungen, die sich verankert haben als Überlebensmechanismus von einem Dean, auch wenn es kontraproduktiv ist mit vielen Dingen, wo man sich eher schadet, ist es keine Selbstverständlichkeit, auch wenn man die Erleuchtung hat, ist einfach so mir nichts, dir nichts loszuwerden. Da gehören diese Vorfälle dazu, mehr oder weniger Vorfälle. In meinem Fall haben mich immer wieder mal Vorfälle eingeholt, heimgesucht. Aber ich habe immer auch was daraus lernen können. Das ist ein Lernprozess. Warum sie entstanden sind, wie ich das verändern kann, was die Gründe dafür sind. Bin immer selbstreflektierter geworden und will es aufgrund dessen nicht missen, weil es auf meinem Lernprozess dazugehört, auf meinem Weg und mich dahin bringen wird, wo ich hin will, auf dem Olymp, zu meiner Heilung. Zu meiner Heilung gehört das dazu und es wird mich dazu bringen, zu heilen. All diese Dinge sind folgerichtig und müssen sein und dürfen sein. Es sind viele Menschen daran zerbrochen, an Süchten, aufgrund schlimmer traumatischen Erfahrungen, negativen Glaubenssätzen, weil sie sich negativ bestärkt haben, es sich nicht wert waren, Dinge nicht verarbeitet haben. Wir sind hier nicht im Takatuka-Land oder wie soll ich sagen, im Märchenwald, Märchenland. Das ist die Realität. Das darf man sich nicht vor Augen, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber genauso haben in der Realität Menschen gezeigt, dass das geht. Mit harter Arbeit, mit dem Willen daraus, mit Geduld, mit Gütigkeit. Denkt ihr, jeder, der daran zerbrochen ist, dem war sein Leben egal? Er ist immer mehr daran zerbrochen, sukzessive, Stück für Stück, bis er einfach irgendwann nicht mehr konnte. Und nicht jeder davon war nicht reflektiert genug. Natürlich gibt es die Menschen, ja, aber es gibt auch Menschen, die durchaus reflektiert waren. Das ist hier kein Wunschkonzert. Ja, es sind auch Menschen, von denen wir reden, mit ihren Geschichten, mit den Grundbedürfnissen, die ihr auch habt. Bereit, Emotionen auf die Art und Weise zu erleben, wie ihr es auch tut. Und da sind Menschen dran zerbrochen. Menschenleben. Das darf man nicht vergessen. Aber genauso in der Realität haben Menschen gezeigt, dass es möglich ist. Und diese Menschen gibt es. Es gibt sie. Und das ist der Beweis, dass man alles schaffen kann. Menschen, die sich aus einem Loch gekämpft haben. Denn es ist möglich. Es ist möglich. Ich will und ich werde es euch zeigen, weil ich es mir auch für euch wünsche, für die Menschen, denen das Inspiration schenken soll. Das, was ich hier schon mache, ist Inspiration genug schon, das weiß ich. Aber das wäre natürlich nochmal auf einem anderen Level, auf einem ganz anderen Level. Aber wie ich schon gesagt habe, in erster Linie ist es für mich wichtig und geltend. Ich habe das große Gut, euch erreichen zu dürfen und auch viele Menschen schon erreicht zu haben. Aber ich möchte nicht mehr unter meinen Möglichkeiten bleiben. Ich möchte nicht mehr diese Qualen erleben. Ich möchte nicht mehr so unzufrieden sein. Damals war ich noch viel unzufriedener, ja. Aber dafür ging es mir psychisch besser, weil ich Dinge verdrängt habe, nicht in den Schmerz gewühlt habe. Der Meister, der Selbstverarsche war. Aber ich will damit sagen, dieses unter seinen Möglichkeiten bleiben, dieses Unzufriedensein, dieses Leid, das will ich für mich nicht. Das verdient kein Mensch. Ich will diese Reinheit. Ich werde es mir holen. Auf meinem Prozess. Ich habe das schon so oft geäußert und daran hat sich nichts geändert und daran glaube ich weiterhin wie ein Besessener. Es ist ein Prozess, ein Prozessdenken. Es ist mein Weg für mich geltend. Egal was andere sagen. Davon kann man mich nicht abbringen. Ja, und ich wünsche auch jedem, dass er seinen Weg geht.
bereit ist, den Weg zu gehen, nicht aufzustecken, nicht aufzugeben, immer wieder aufzustehen. Und das bin ich. Weil viele bleiben liegen, viele geben auf. Aber so kann man nicht an sein Ziel kommen. Immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen. Wenn man wissen würde, wie oft Menschen auf dem Boden gelandet sind, zu Boden gefallen sind, aber immer wieder aufgestanden sind, bis sie den Erfolg hatten, bis sie an ihr Ziel gekommen sind. Wie viele tausende Male, zehntausende Male, Millionen Male das stattfinden musste. Und dennoch nicht resigniert hat und immer weitergemacht hat, um das zu erreichen, was einem zusteht. Wenn ihr das wüsstet, die meisten haben es nicht mal ansatzweise so oft versucht und wundern sich, warum sie nicht dastehen, wo andere stehen. Es wird einem im Leben nichts geschenkt. Und es gibt Voraussetzungen psychischer Natur und Prägungen, die es einem natürlich erschweren. Das negative Selbstbild, die Prägung und. Aber es geht. Es geht. Es geht. Und jetzt ist es eine Sache, die ich nur mir ankreiden muss, wenn es nicht funktioniert. Denn es gibt einen Weg daraus. So. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Es hat sich nichts daran geändert, dass ich einfach froh bin, euch zu erreichen. Froh über die Fortschritte bin. Und vor allen Dingen hat sich nichts daran geändert, dass ich es will. Ja, ich will es. Und da frage ich mich dann aber auch gleichzeitig, wie manche denken, dass so ein Weg der Heilung aussieht, wenn man von so einer Thematik redet. Schnurstracks nach oben, linear, nicht wellenförmig, sondern linear, da haben diese Menschen einen ganz andere Vorstellung von Heilung, von einem Prozessdenken. Denn meistens die linear nach oben schießen, haben Dinge nicht aufgearbeitet, Dinge nicht richtig einordnen können und werden gnadenlos wieder, leider Gottes, die allermeisten zu Boden krachen, weil sie dafür nicht gerüstet waren, darauf nicht vorbereitet waren und nicht wussten, für was und für wen sie das machen. Sie konnten damit nichts anfangen. Daran glaube ich. Für mich macht das Sinn. Trust the process.